Nerd Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Swing Podcast. Wir sind mal wieder hier zu Intermission und das erste Mal im voller, ja, bei uns kann man sagen Mannstärke, weil wir ja wirklich nur Männer hier in der Runde haben. Wir sind heute in voller Besetzung, für die auf YouTube mal für euch. Links oben Daniel, rechts oben Thorsten, links unten Sebastian und der rechts unten der Ecke, der redet dummes Zeug und das bin ich. Und damit möchten wir auch gleich mit euch in unser Thema starten. Wir haben ja die Intermission, aber natürlich machen wir das nicht ohne Begrüßung. Sie dürfen nicht nur winken, Sie dürfen auch was sagen. Deswegen werden Sie jetzt noch einzeln begrüßt in umgekehrter Reihenfolge. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Merkel-Raute vermisst bei deiner Ansprache, aber das holen wir noch nach. Ja. Thorsten, schön, dass du dabei bist. Erstes Mal bei der Intermission. Ja, ich freue mich, bin aufgeregt wie ein kleines Kind. Schönen guten Tag und falls es Gesten gibt, dann mache ich einfach viel Spaß dabei. Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass ich hier bin und danke nochmal an euch drei für die nette Aufnahme, dass ich zu diesem Kreis dazustoßen durfte. Ich freue mich. Sehr gerne. Ja, und der Daniel hat schon sein Gewächshaus vorbereitet für den nächsten Nebenjob. Hallo Daniel. Hallo, ja, freut mich. Ja, die ersten Sonnenstrahlen kommen, es wird wieder warm und ich dachte mir, dann fange ich gleich an zu pflanzen. Freut mich, da zu sein. Was wächst denn bei dir im Gewächshaus? Was für Gemüse gibt es aus deinem virtuellen Gewächshaus? Alles, was man sich so vorstellen kann, natürlich. Tomaten, Gurken und so weiter und so fort. Alles da. Pflanzt ihr selber Sachen an? Jetzt mal so ganz ab vom Wrestling-Thema. Zu Hause irgendwelche Gemüseartsorten? jetzt nichts, was man... Jein. Also wir sind ja eingezogen und es gibt auf der Terrasse so drei so Holzkübel, da sind Erdbeeren drin gewesen. Die kommen auch wohl wieder. Aber selber angepflanzt haben wir ja noch nichts. Oh, Erdbeeren ist super. Ja. Wir wollen es immer machen, seitdem wir hier wohnen und es ist beim Vorhaben geblieben, aber vielleicht habe ich mal irgendwann genug Zeit, das zu tun. Ich habe auch nicht so den ganz grünen Daumen, sage ich ganz ehrlich. Ich auch nicht, das muss meine Frau mal übernehmen. Die hat das, bei mir ist ja, also ich kriege auch Kakteen kaputt, so ist das nicht. Ja, aber bei uns gibt es, wie Daniel schon sagte, Gurken, Tomatensalat, Zucchini. Letztes Jahr hatten wir eine Paprika, die würden wir im Leben nicht mehr kaufen, weil das war so eine Paprika, die legst du auf die Zunge und die brennt sich durch bis zu den Füßen. Also für alle, die zuschauen, keine Sorge, ich mache hier nichts Unflätiges, ich habe nur die Katze auf dem Schoß liegen. So schlimm ist es noch nicht. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen wieder kreuz und quer über Wrestling-Themen sprechen und wir haben ein bisschen das Konzept angepasst, denn wir sagen, damit ihr auch noch ein bisschen mehr vom Tag habt, wenn ihr unsere Podcasts hört, beschränken wir das Ganze auf eine Stunde. Ihr seht schon unten den Countdown und ich werde den jetzt mal starten und wir haben dann 60 Minuten Zeit, um über unsere Themen zu sprechen. Auf geht's. Das werden wir mal sehen, ob wir das noch schaffen. Ob wir das schaffen, ja. Ich mache da einen harten Cut. Nach 60 Minuten wird noch kurz das Thema beendet und dann abmoderiert. Ja, wir steigen ein mit AEW Ring of Honor, weil das so am weitesten her ist. Nämlich Supercard of Honor, weil wir nochmal einen kleinen Blick drauf zurückwerfen. Wer hat denn von euch Supercard of Honor gesehen? Fast komplett. Daniel, du hast es ausgespart? Ich habe es ausgespart, okay. Es waren schon zu viele andere Sendungen und es hat jetzt in meinen Augen jetzt nichts Neues für mich gegeben da, deshalb habe ich gedacht, das haben andere Ligen auch, deshalb muss ich das jetzt nicht auch noch dazu fügen. Es war WrestleMania-Wochenende, war glaube ich auch noch drin, ne? Ja, das war halt viel. Thorsten, wie ist es bei dir? Du hast alles gesehen? Ich habe es komplett geguckt, weil ich hatte das ähnlich wie Daniel, dass es sehr, sehr viel war an dem Wochenende. Aber ich habe überlegt, was kannst du dir anschauen? Und hatte erst überlegt, ein paar GCW-Shows, aber da hätte ich das alles in diesem Collective-Paket kaufen müssen. Nee, ich habe mir Ring of Honor gegönnt, ich habe mir WrestleMania gegönnt und dafür habe ich NXT halt nur zur Hälfte geguckt. Und ich fand es alles in allem ganz gut. Hat Spaß gemacht. Gute Show. Ich finde das total schön, dass es mal ein Wrestling-Wochenende gibt, wo ich mal mehr Wrestling schaue als alle von euch. Das ist ja, das wird ja im Leben wahrscheinlich einmal alle 5 Jahre passieren. Dass sowas ist, aber ich habe WrestleMania geguckt, NXT geguckt, Ring of Honor geguckt, habe ein bisschen GWF geguckt und habe noch ein bisschen Nova geguckt, die auch veröffentlicht haben an dem Wochenende. Also wirklich mal, das war, glaube ich, ich werde dieses Jahr nie wieder so viel Wrestling gucken, nicht in 5 Wochen am Stück, aber es war mal ein Wochenende, wo ich mir das gegönnt habe und das war sehr lustig. Und ja, Ring of Honor, Sebastian, wenn du nur so Highlights geguckt hast, was waren denn so deine Highlights, die du dir angeschaut hast? Also ich habe die letzten drei Matches bis jetzt nicht gesehen. Das sind so die ich ausgespart habe. Ja. Aber mein Highlight war natürlich ganz klar der Opener. Ich meine, Vikingo gegen Commander, was war das? Also mein Commander haben wir beim Karat gesehen. Ja. Und Vikingo, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vorher gegen Kenny Omega bei Dynamite. Mhm. Und also
Ich finde keine Worte für diesen Mann, für El Hijo del Vikingo. Es gibt ja den Spitznamen für Puck, The Man that Gravity Forgot. Und ich weiß nicht, ob Vikingo, also The Man that Gravity Forgot, sein Vater. Ehrlich, das ist auch schön. Unfassbar, unfassbar, dieser Typ. Der Gravity Forgot, sein Vater und sein Bruder. Ja. Ja, ehrlich. Kann ich komplett verstehen, wenn ich da gucke. Und ich glaube, du hast es schön gesagt, Volker, wir haben Commander beim Karat gesehen und ich glaube, es war das letzte Mal, weil diese Woche ist Commander von England befreit worden. Es war eigentlich klar, dass so jemand nicht lange auf dem Indie-Markt verfügbar bleibt. Und das Gleiche, denke ich, wird für El Hijo del Vikingo gelten, weil ich habe da mal so ein bisschen rumgefragt, so Mensch, kann man den nicht mal beim Karat sehen? So, nee, ich glaube, der ist einfach nicht mehr bezahlbar. Ja. Und dieses Match zwischen beiden, ich wusste, dass es gut wird und ich gehe mit Sebastian, dass es so gut wird. Meine Fresse. Aber das waren zwei wunderbare Tango-Partner. Und dieser Spot, er liegt auf dem Tisch und er splasht durch den Tisch an der Nähe von dem Ring. Wenn man da auch nur einen Zentimeter zu weit nach hinten springt, dann ist man tot. Dann ist vorbei. Alter Schwede, ey. Boah. Das ist der Hammer, ne? Also was der da raushaut, was die beiden raushaut und das auch noch überraschend sauber für diese Spots. Gerade bei diesen Spots, die Gefahr ja immer da, dass du irgendwas ein bisschen versaust, sodass man daneben geht. Ja. Aber richtig gut gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wenn Vikingo dann mal, ich weiß nicht, ob der noch bei AAA unter Vertrag ist. Wenn der da mal rauskommt, denke ich auch, dann wird er direkt bei AEW landen. Und vielleicht können wir dann mit Sebastians Namenskombination schon mal so eine Story für ihn. Das könnte man ja sogar sehr cool erzählen, dass der Pack dann angepisst ist, weil der Typ hier immer so gelobt wird und sagt, komm hier, ne, zeig mal, was du wirklich so drauf hast. Fände ich cool. Stellt euch den mal gegen Pack vor. Ja, genau, das ist cool. Oh Gott. Um den Titel Man der Gravity Forgot, seine ganze Familie. Wer den hat. Ich will ihn gegen alle sehen. Ist mir da würde ich einmal was fragen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber die sind ja nun als auch Commander sehr, sehr spektakulär in ihrem Stil. Glaubt ihr, dass sich das irgendwann totläuft, je öfter man das sieht? Mhm. Ich glaube, es gibt da so spezielle Leute. Ich glaube, Vikingo ist einer von denen, Will Ospreay ist einer von denen, die es schaffen, ihr Moveset so anzupassen, dass das nicht langweilig wird. Ich finde, dass Vikingo und Commander beide noch den Will Ospreay-Shit machen müssen, denn Will Ospreay hat es geschafft, vom spektakulären Moveset auch noch einen ekelhaften Charakter oben drauf zu packen. Und seit deswegen kann der auch nicht mehr langweilig werden, weil der hat so einen hassenswerten Charakter dazu, dass er deswegen einfach super funktioniert. Und wenn die das auch noch schaffen, dann haben die da eigentlich kein Problem. Und sie können natürlich dann auch ergänzend den Phoenix-Weg gehen, denn Phoenix ist ja auch eigentlich spektakulär, aber vielseitiger. Wenn man sich erinnert an das Karat-Match gegen Walter, das war jetzt kein typisches Phoenix-Match. Und wenn die in die Richtung noch kommen, dass die so vielseitig werden auf verschiedenen Wegen, wie wir das auch bei beispielsweise Peter Tihani sehen, der ja auch sehr vielseitig ist, dann gibt es keinen Grund für die, dass die langweilig werden. Aber da müssen sie noch hinkommen, glaube ich. Oder vielleicht haben sie es schon in sich, sie durften es nur nicht rauslassen. Das kann natürlich auch sein. Zu Phoenix, ganz, ganz interessant. Da habe ich den Walter mal gesagt, beim Karat-Wochenende, wo es war, ich sagte, das war ein total tolles Match. Und er hat nur so in seinem Preis in Österreich gedacht, naja gut, der weiß halt auch, was er macht. Ne? Das war wirklich schön. So. Da sieht man auch mal, du sagst das ganz schön, also diese Vielseitigkeit fehlt den beiden vielleicht noch. Genau, aber guck mal aufs Alter, ne? Ich habe bei einem Karat gesehen, da war er ein spektakulärer Highflyer, war ein dünner Hämpfling. Mittlerweile ist er echt ein Tier und dieses Pin-Gimmick, dieser Mantel, dieses United Empire-Ding, ist halt huge. Das ist wirklich huge. Und ich möchte daran erinnern an das Match gegen Kenny Omega bei Wrestle Kingdom. Alter Falter, war das ein Kampf, ey. Dieses Match ist für mich entweder der Main Event für Forbidden Door 2 oder für All In. Ich habe mal gelesen, dass Dave Meltzer wohl gesagt haben soll, dass sich die beiden noch zurückgehalten haben. Ja, das ist erschreckend, oder? Ja, aber es ist auch erschreckend, wie viel Bedeutung man Dave Meltzer immer noch beimischt. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist was anderes, ja. Dave Meltzer wächst langsam raus aus dem Wrestling-Business. Ne? Der wird langsam ein bisschen alt. Wenn es so stimmen sollte, dann und das bei All-In stattfindet. Also Daniel, wenn du neben mir sitzt, weißt du, worauf du dich eingelassen hast. Aber das wäre ein geiler All-In-Main-Event, oder? Klar. Das ist Daniel. Storytelling, super und alles. Also, Daniel, was würdest du denn dazu sagen zu diesem Main-Event? Zu dem Main-Event, Wenn du jetzt Osprey gegen Omega kriegen würdest bei All-In.
Ich meine, wäre ganz schön, aber ich würde mir eher so ein Pack im Main Event wünschen, weil der ist halt so lange schon bei AEW dabei. Der hat noch nie diesen richtig großen Spot gehabt. Und wenn man jetzt mal schön eine Story erzählt, dass Pack wirklich so intensiv ist, wie er zum Beispiel, ich erinnere zurück an die Zeit des King of the Cruiserweights, wenn er so einen Charakter drauf kriegt, dann ist das auch möglich, dass er da wirklich Main Event Level Match abliefert gegen zum Beispiel Kenny Omega, würde ich mir echt lieber wünschen, dass man jemand aus dem eigenen Hause nimmt, ja, der die Promotion mit aufgebaut hat und wo die noch mehr Fans, man muss auch sehen, ich glaube, auf dem Globus gibt es mehr Leute, die Pac kennen, als die Will Ospreay kennen, dann glaube ich eher, dass durch die WWE da könnte sein. Ist. Ja. Ich hätte für Pac hätte ich gerne ein ganz anderes Match, was vielleicht jetzt noch sich keiner vorstellen kann. Ich hätte gerne Takeshita gegen Pac bei All In. Oh. Takeshita, der irgendwann Cassidy den Titel abnimmt. Pac holt sich dann bei Forbidden Door den Number One Contender Spot und löst den Ball All In ein. Ist denn Forbidden Door vor All In? Ja. Ja. Ist Forbidden Door ist irgendwann im Juni, glaube ich. Ja. So ein bisschen davor. Ist im August. August, genau, Ende August, richtig. Ihr habt recht, ja, klar. Und eine Woche später ist All Out. Ich bin auch gespannt, ja, wie das alles ist. Das ist sehr komisch. Das finde ich immer noch sehr komisch. Könnt ihr euch vorstellen, dass die so ein New Japan Wrestle Kingdom Ding draus machen, wo die quasi zwei Main Event Shows haben, die eine Woche auseinander liegen, dass die All In, All Out quasi eine Show ist mit zwei Tagen sozusagen? An zwei verschiedenen Orten. Mhm. Wäre auf jeden Fall spannend. Also, wenn man das Ganze wirklich in einen vernünftigen Storyline-Kontext einebnen will, ist das sicherlich ein valides Mittel, weil ich habe mich das auch gefragt. So, die Frage ist ja auch, diese London-Show, ist das ein Pay-Per-View oder ist das eine riesige House-Show? Das ist noch nicht angekündigt als Pay-Per-View, ne? Das ist noch nicht so ganz klar, was es ist. Und wir wissen ja auch noch nicht mal, ob wir das irgendwo sehen können. Ja. Aber ich gehe mal stark davon aus, also wenn es schon All-In heißt. Ja, und du gehst nach Wembley. Dann wird das auch ein Pay-Per-View werden. Also ja, Wembley machst du nicht als House-Show. Also, ja, eigentlich nicht, nee. Nein. Oder du bist so größenwahnsinnig geworden, dass du Wembley als House-Show machst. Das sehe ich bei Tony gar nicht. Nee. Ja, demnächst sind alle Shows einfach nur noch in so riesigen Megastadien. Dann ist Wembley noch Peanuts dagegen. Ja, da kommt Tony Khan nach Japan, geht da in die Corken Hall, so, ja, House-Show. Also Main Event, gerade, Action Andretti gegen, weiß ich nicht. Dass All Out doch nicht offiziell angekündigt ist. Ja, es wird immer wieder drüber gesprochen. Ne? Hm. Ja, du hast recht. Ja, müssen wir gucken, was da kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich finde halt sehr cool, dass du halt jetzt die Spekulation wieder losgehen können. Du hast jetzt Forbidden Door, All In, All Out. Wirklich, das sind ja drei eigentlich so hochklassige Dinger hintereinander. Mhm. Und du denkst, boah, das kann man so schöne Sachen machen. Und ich finde es total geil im Moment, dass man sagt, wir setzen für All Out auf ein Main Event mit unseren Eigengewächsen, in Anführungsstrichen. MJF und irgendjemand von den Four Pillars. Das finde ich total cool, dass man sagt, ey, wir haben zwar da eine Riesenshow, aber nee, da kommt jetzt nicht ein CM Punk in Main Event, der vielleicht ja bis dahin wieder da ist. Oder kein Kenny Omega und so, sondern wir haben MJF gegen einen unserer Jungs. Das finde ich halt von der Idee her ziemlich cool. Ich hoffe zumindest, dass es dann auch der Main Event ist und die nicht sagen, ja nö, dann kommt ja unser Haupttitel, geht dann in den Opener. Nein. Das wird nicht passieren. Nicht mit einem MJF als Champion. Nee. Aber das finde ich cool. Dass dieser Main Event in London einen ähnlichen Stellenwert haben könnte wie Bret Hart gegen Davey Boy Smith beim SummerSlam 92. Ja. Ja. Die Atmosphäre könnte man da kreieren. Und ich meine, Leute, wir müssen noch über die Qualität von MJF hier an dieser Stelle nicht reden, oder? Ich meine, nee, das sowieso nicht. Der Typ hat wahrscheinlich für mich eines der besten Wrestling-Matches aller Zeiten gegen Danielson gezeigt. Dieses Six-Minute-Ironman-Match. Das ist pure Wrestling-Poesie. Das kann man, ich finde, da darf man anderer Meinung sein. Ich verstehe nur nicht, wie man es ist. Also man muss MJF hier in den Main Event packen und dann gegen einen der Pillars fände ich super. Aber die Frage ist ja jetzt, das mal an euch zurückzugeben, gegen wen der drei Pillars? Bleibt ja eigentlich nur Darby Allin jetzt gerade nach der Erzählung, oder? Schwierig. Also ich gehe stark davon aus, dass MJF nächste Woche gegen Sammy turnen wird. Wie er es immer mal wieder macht, gegen seine Partner turnen. Das ist ja normal bei MJF. Richtig. Oder dass Sammy gegen ihn turnt, um das eben so ein bisschen umzudrehen mal. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber eigentlich müsste Darby das schon machen. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber Sammy Guevara
im Main Event von All Out, das wäre für mich echt nichts, wo ich sagen würde, da muss ich bis zum Main Event wach bleiben. Double or Nothing, nicht All Out. Ach, ist das für Double or Nothing? Ist das stimmt, das ist ja vorher noch, ne? Im Mai? Ist jetzt im Mai, genau. Ich war falsch, stimmt, das kommt ja vorher. Das ist ja gar nicht erst da, okay. Nee, da hat man All Out, ja, da kann man All Out ja doch MJF gegen Punk. Ja, tut mir Oder leid, halt All aber. In. Nee, wie gesagt, ich glaube, ich weiß das nicht. Ich glaube, wir kriegen Osprey und Omega. Ich weiß nicht, ob wir bei Forbidden Door kriegen, aber ich glaube, so wie das aussah mit dem Number One Contender-Ding Richtung United States Title, dass das vielleicht doch zu All In schon geht. Das könnte gut sein. Oder kriegen wir bei All In dann The Elite gegen FTA und CM Punk im Main Event? Das Gewächshaus ist still. Du hörst die ganze Zeit zu, Ja, Daniel. Daniel, was sagst Ja, du es denn? ist. Also man muss auf jeden Fall, muss man natürlich für All In irgendwas Riesengroßes auspacken, was natürlich weit über, sag ich mal, die harte Fanbase von AEW hinausgeht, weil man ordentlich Tickets verkaufen muss und dann auch noch, sag ich mal, im Ausland. Deshalb denke ich mal, dass man da wirklich einen großen Namen für braucht. Ich persönlich kann es den Namen CM Punk überhaupt nicht mehr hören, Ich auch nicht. aber ich denke mal, dass man wahrscheinlich nicht um ihn drum herum kommt und deshalb werden gerade aktuell auch alle Register, glaube ich, gezogen, um die Wogen da zu glätten. Ja, den Sebastian geht es hier heute wie den Bayern gestern. Es steht 3:1 gegen ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind alle mit drei Leuten, die CM Punk nicht mehr sehen wollen. Und der Sebastian, der muss immer aufpassen, dass er eine Rolle dick und durstig dabei hat, wenn er den Namen hört. Das ist halt so, ne? Das ist richtig, Das ja. ist, Das ist auch ja, okay. Wrestling klar. ist ja auch keine Diktatur, meine Güte. Das Richtig. ist halt, jeder kann antworten, wenn er will, weißt du? Ja. Aber um mal gerade noch kurz auf den Main Event zurückzukommen, was haltet ihr denn davon, wenn wir einen Four-Way-Dance kriegen? MJF gegen die Pillars. Das glaube ich eher für Double or Habe ich. Nothing als jetzt für All Ja, In. das Ich wäre hätte ich cool. auch erwartet, dass man in die Richtung geht, ja. Ja, fände ich auch cool, muss ich sagen. Das wäre, würde ich bei Double or Nothing, das würde ich noch mehr feiern als ein Singles-Match. Ich bin ja normalerweise im Main Event immer gerne für Singles-Matches, aber bei den vier Leuten, da verspricht die Geschichte einfach, dass das ein Four-Way wird. Das passt einfach viel besser. Und du kannst da draus dir direkt neue Geschichten generieren, so ein Four-Way, das ist das Schöne. Das mag ich immer besonders bei Da den habe Leuten. ich mal eine Frage an euch. Und zwar ist es bei mir so, du hast halt MJF auf diesem Level, du hast Sammy Guevara und Darby Allin auf dem Level darunter und dann hast du Jack Perry irgendwo hier. Ist das bei euch, also wird das auf euch auch so oder nur so auf Nee, mich? für mich liegt MJF oben ganz klar. Darby Allin ist so von der Stufe ein bisschen drunter. Sammy Guevara ist bei mir unter der Tischkante, weil ich den einfach nicht mehr ausstehen und nicht mehr sehen kann. Und Jack Perry liegt so dazwischen, zwischen Sammy Guevara und Darby Allin irgendwo. Muss ich sagen. Bei Jack Perry hat man wieder das Problem gemacht, genau wie bei Wardlow, dass man nach seiner großen Story mit Cage einfach nicht direkt einen Anschluss gefunden hat. Das finde ich da so ein bisschen schwierig. Man hat ihn zwar da jetzt mit reingepackt, aber so ein richtiger Anschluss ist das nicht. Und du hast halt Sammy Guevara wieder. Und ich kann Sammy Guevara ist bei mir gerade auf X-Pac-Niveau gelandet. Der kriegt von mir nur X-Paket. Ich will ihn einfach nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen, den Typen. Ich bin so durch mit Sammy Guevara. Tut mir leid. Der kann doch so gut sein, aber ich bin Alles durch gut. mit ihm. Also ist so ein bisschen das, ist Sammy Guevara das für dich beim Wrestling, was Til Schweiger für mich bei Filmen ist? Ja, da bin ich aber bei Filmen bei dir. Til Nee, Schweiger ist gut, wenn er hinter der Kamera ist. nee, nicht mal das, egal. Also wenn es um Sammy Guevara geht, ich sehe es nicht ganz so negativ wie du. Ich würde ihn aber von den drei Pillars, die MJF herausfordern, am ehesten. Also der steht bei mir auch auf der unteren Stufe. Ich kann den ab und zu mal sehen, aber ja, so doll finde ich auch nicht. Ich bin ja großer Fan von Beverly Hills 90210 gewesen in den 90ern. Deswegen finde ich die Geschichte mit Jack Perry und so. Ah, ich bin bei dir, ich Ja. bin bei dir, Ja. ja. Ich habe jeden Samstagnachmittag damit verbracht, Luke Perry zuzugucken. Ich finde diese Geschichte von Jack Perry einfach toll. Hast du auch Deswegen. Melrose Place geguckt, was direkt Nee, danach das die kam? Männer hier. Was denn? Die alten Männer, Nix, hier alles sagt gut. er. Mach weiter, mach weiter. Es war halt so, Klar. der Wrestling-Charakter von Jack Perry, obwohl er vielleicht nicht der besonders. Der herausragendste Rest ist, aber der Charakter, diese Verbindung zu Luke Perry, das holt mich einfach irgendwo auf einer emotionalen Ebene ab. Ja, das Und stimmt, kann bei ich verstehen. Darby Allin ist es tatsächlich so, und deswegen würde ich da mitgehen, was du gesagt hast, Volker, MJF da, Darby Allin darunter. Und bei Darby Allin ist es dieses Outcast-Gimmick, was mich total fasziniert, dieses Outsider-Gimmick. Und wenn man das sieht, ich habe halt auch ein T-Shirt von Parkway Drive an, Pullover, da steht hinten drauf, Viva the Underdogs. Also das ist immer so,
die Bryan-Geschichte bei WrestleMania, Darby Allin, Rey Mysterio. Mich haben immer schon Underground-Geschichten, Underdog-Geschichten im Wrestling fasziniert. Und vielleicht ist es genau das, was mich bei Darby Allin fasziniert. Und ich bin nur gerne Skateboard gefahren, also bitte. Darby Allin ist in einem meinem total bescheuerten Showcase-Wunschmatch für All-In drin, wo ich Darby Sting und Cara Noir sehen möchte gegen die Jericho Appreciation Society irgendwie. Oh, das wäre so geil. So was total bescheuert ist, aber die drei zusammen im Team alleine, da ist mir egal, wer auf der anderen Seite steht, aber allein diese Kombination mal zu sehen, finde ich witzig. Aber das ist ja auch so eine Geschichte, die ich mir sehr, sehr, sehr wünsche für All-In. Irgendwie so eine Battle Royale oder irgendwas für europäisches Talent. Ja, das wäre auch cool. Die Arrows oder Team Amboss von mir aus komplett, das wäre auch egal. Cara Noir, ein paar Leute von Progress, Luke Jacobs, all Charles diese ganzen Crawley. Leute, dass die endlich mal eine Chance bekommen, sich da auf dieser riesigen Bühne zu zeigen. Ja. Daniel, was sagst du zu den Pillars? Ja, also das kommt schon sehr nah daran, was du gesagt hast. Auf jeden Fall MJF für mich auf der 1. Dann würde ich sagen, kommt für mich Jack Perry schon, weil ich finde, der ist einfach der interessantere Charakter von den beiden. Ich finde Darby Allin überhaupt nicht spannend. Ich finde, der ist mir viel zu eindimensional. Der ist einfach nur, ja, ich bin halb tot und schau mal, was für krasse Moves ich mache. So, das ist für mich, also das passt für mich irgendwie nicht so. Und dann kommt eben aber... Er ist trotzdem noch vor Sammy Guevara, weil den kann ich wirklich eigentlich gar nicht mehr sehen. Also den finde ich total unspannend und auch alles, was der macht, ist so ein bisschen, ja, cringe, finde ich irgendwie nicht, kommt überhaupt nicht gut rüber. Da ist irgendwie so eine, keine Verbindung zwischen den Fans und ihm, so finde ich, die existiert gar nicht. Also man will, er hat einfach nur Go-Away-Heat, wenn er überhaupt Heat zieht. Deshalb auf jeden Fall für mich MJF mit großem Abstand auf der 1, dann kommt Jack Perry, dann Darby Allin und ganz weit unten ist dann Sammy Guevara. Ich frage mich bei Guevara, ob der vielleicht eine Zielgruppe an Fans anspricht, die AEW einfach noch nicht hat. Also eine deutlich jüngere Zielgruppe nochmal, die einfach bei AEW noch gar nicht angekommen ist. Ich weiß nicht, wie der da ankommt. Ich glaube, der ist schon so ein bisschen so, der könnte in so einem Reality-Format total gut rüberkommen, so ein bisschen. Also das wäre genau das Richtige für den, so richtig so frühe 2000er Reality-Format, das wäre genau das Richtige für den. Oh, da gab es mal einen, der hat mitgemacht bei so einem Reality-Format und hat dieses Jahr WrestleMania gehostet. Ja, genau. und hat Shane McMahon in die Verletzungspause geschickt. Aber wie geil ist bitte Snoop Dogg, dass er das immer improvisiert. Ja. Der alte Kiffer, großartig. Sehr schön, ja. Gut, jetzt, wie gewohnt sind wir ja komplett ausgewichen. Ring of Honor, wir haben gesagt, es gab ja noch coole Matches, es gab das Take-Team-Titel-Match, wo wir natürlich sagen müssen, gute Besserung an Dante Martin, hoffentlich erholt er sich so schnell es geht, das wird wahrscheinlich dauern. Dann, falls wir im Jahr 2023 einen Shibata sehen, der bei Ring of Honor einen Titel gewinnt, ist auch ein Erlebnis, wo ich sagen muss, dass der Kerl überhaupt wieder im Ring steht und auch noch Titel gewinnt. Das ist schon echt was Besonderes. Und dass wir mal den Main Event bei Ring of Honor sehen, Claudio Castagnoli gegen Eddie Kingston, hätte ich mir vor 5 Jahren auch nicht vorgestellt. Sebastian, atme tief durch. Ja. Beides nicht deine, oder? Doch, also Claudio auf jeden Fall, definitiv. Eddie Kingston nervt mich nur noch. Echt? So schlimm? Ja. Der geht mir so auf die Nerven mit seinem ich hasse alle, ich bin alle so doof und ich werde unten gehalten von der, was weiß ich, wer da oben ist und alles so scheiße und ich bin alleine und Ja gut, okay, ich kann ich auch in gewissem Maßen nachvollziehen. Ich möchte auf meinen Pullover verweisen, lieber die Underdogs. Ja. So. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Underdog sein und sich selber dafür halten. Ja. Gar nicht, das ist gar nicht so ein uninteressanter Aspekt, du hast zu Recht. Ja, das stimmt. Aber meinst du denn, mal da mal kurz einhaken dürfen, meinst du denn, dass das Eddie Kingston ein legitimer ROH World Champion wäre? Nicht mit dem aktuellen Status, nein. Ich hätte Eddie Kingston ja bei vor Jahren, wenn der zu ECW-Zeiten gewesen wäre, wäre der für mich ein ECW-Champion gewesen. Da hätte ich ihn irgendwie reinpassen sehen als Kämpfer, Brawler und so, hätte ich mir vorstellen können. Ja, jetzt haben wir von den ganzen Events gesprochen. Wer von euch fliegt nach All-In wird schwierig. Wer fliegt hin? Ihr beide fliegt hin? Thorsten, überleg noch. Ich kann nicht, ich habe Hausdienst. Ich bin ja zum WrestleMania nächstes Jahr, wird ein bisschen teuer, ne? Ich habe wieder das Glück, wie jedes Jahr, dass die Shows, die mich interessieren, immer auf Wochenende fallen, wo ich keine Zeit habe. Also sowohl
die Nova-Show mit den Damen war auf dem Wochenende, wo ich nicht konnte. Money in the Bank ist auf dem Wochenende, wo ich nicht kann. All In ist am Wochenende, wo ich nicht kann. Ich gucke alles zu Hause von der Couch, wenn ich es dann kann. Ich hoffe, dass sie es direkt übertragen und ich kann es dann abends. Auch schön sein, ja. Ich bin ja sowieso, ich liege gerne gemütlich auf der Couch in der Jogging-Books und gucke mir die Shows an. Da ist auch vollkommen egal, wenn ich zwischendurch mal zum Klo muss, mache ich Pause und dann ist gut. Und verpasse auch nichts. Ja, viel Cooles, was uns dieses Jahr erwartet. Und internationale Shows, wir haben jetzt über All In gesprochen. Was sagt ihr denn zu Money in the Bank in England auch noch? Cool oder ja, WWE macht halt was. Daniel, sehr du bist cool. Mehr im WWE drin. Sehr cool, war ja auch so die erste internationale Show, das ist ja jetzt wohl ein Trend, aber war die erste internationale Show, die man so angekündigt hat bei WWE, mal wieder für England. Und es ist halt eben auch kein so ein B-Pay-Per-View, also für die Insurrection damals, sowas ist es halt nicht, sondern es ist schon ein Marquee-Event, so ein Haupt-Event der WWE, was die da hinschicken. Abgesehen von den Ticketpreisen finde ich das alles echt ganz cool und man hat eben auch mal eine andere Crowd, die, sag ich mal, so richtig die richtig coolen Leute so ein bisschen abfeiert und ja, das könnte die WWE da auch so ein bisschen verleiten, so auch auf das richtige Pferd zu setzen an diesem Abend und ich denke mal, da ist auch zum Beispiel ein LA Knight ganz vorne mit dabei. Ich glaube, wenn der da rauskommt bei Money in the Bank, egal, was die jetzt noch in dem nächsten Monat mit dem veranstalten, ob die den kaum einsetzen oder wenig, aber wenn der in diesem Match ist und da rauskommt, dann wird er die lautesten Reaktionen kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Was machen wir denn bei Money in the Bank mit unserem IC-Champion, mit Gunther? Haben wir noch mal, kriegen wir eine Wiederholung von etwas, was wir kennen? Kriegen wir noch mal vielleicht einen Tyler Bate, Pete Dunne, Ilja Dragunov-Moment für England? Kommt auf den Draft an. Also ich finde den Draft, der ja nächste Woche stattfindet, sehr schwierig zu deuten. Nächste und übernächste Woche sehr schwierig zu deuten. Also finde ich ganz, ganz schwierig zu sagen, wer geht jetzt wohin, wer kommt von NXT hoch, finde ich ganz schwer zu sagen. Wenn es natürlich ein Dragunov ist, dann klar, auf jeden Fall Ilja. Wenn nicht, vielleicht ist das Ganze mit Drew McIntyre eine Storyline, dass es da nochmal ein Rückmatch gibt, ein Einzelmatch zwischen Gunther und Drew McIntyre. Also das ist gerade sehr offen und aber auch sehr spannend in der Hinsicht, weil gerade ist WWE gerade so ein bisschen so in der Luft. Das läuft so alles ein bisschen vor sich hin, bis der Draft gelaufen ist. Deshalb denke ich mal, also das ist sehr schwierig zu sagen, also da gibt es viele Möglichkeiten, aber das ist eben auch das Gute. Gunther kann eigentlich mit jedem ein klasse Match machen, ja. Ja, deshalb, ich lasse mich überraschen. Tyler Bate, hörte ich, soll gedraftet werden zu SmackDown. Habe ich auch vernommen, ja. Auch schönes Match. Ja. Kann man machen, man hat Butch noch, also Pete Dunne hat man noch dort. Kann man auch bringen, ja. Aber meinst du denn, deine Frage zieht die darauf ab, dass Gunther eventuell den Titel verlieren wird bei Money in the Bank? Das ist, sehe ich gar keine Gefahr. Ich glaube, der läuft noch länger mit dem Titel, bis der irgendwann. Ich glaube, Gunther, das passt so schön zu seinem Gimmick. Ich glaube, er wird den ganz traditionellen Weg gehen, den man auch von dem traditionellen Wrestling kennt. Sobald er den Titel verliert, geht er als Herausforderer auf den Haupttitel. Ich glaube, das wird der traditionelle Weg sein, den man mit ihm beschreitet, weil das passt einfach auch zu gut zu seinem Gimmick, dass man sagt, der macht wirklich den traditionellen Weg. Wo wir gerade bei traditionellen Wegen sind. Wer zieht denn den Bret Hart Joker? Macht das WWE oder AEW bei der London-Show? Glaubt ihr überhaupt einer von den beiden? Sebastian, was denkst du? Was meinst du damit? Dass man Bret Hart in seine Show reinbringt. Ich bezweifle das fast. Nicht beim Main Event, der den Titel präsentiert? Ich glaube, also wenn es jemand machen würde, dann vermutlich WWE. Mhm. Weil die einfach das Bildmaterial haben von damals. Und darauf aufbauen könnten, aber AEW, das wird ja wirklich völlig aus dem Nichts kommen. Jetzt stell dir mal vor, WWE macht bei Money in the Bank ein Main Event um den IC-Titel und Bret Hart präsentiert den Titel. Nach SummerSlam 92, wo das der Main Event war, Bret Hart, Bulldog, IC-Titel. Könnte das man das machen. Problem ist, das hast du gerade leider aus der Gruppe den völlig falschen ausgepickt, weil ich habe weder zum SummerSlam 92 irgendeine Verbindung, noch zu Bret Hart, noch zur aktuellen WWE. Ja gut. Dann, Thorsten, du hast zu Bret Hart und 92 eine Verbindung. Den ältesten Bock in der Runde mal fragen. Der größte Bret Hart-Fan, der je auf dieser Erde gelebt hat. Tatsächlich mein allerzeiten Lieblingswrestler. Und ja, ich habe das gesehen. Damals war es ja so,
SummerSlam 92, ein ausverkauftes Wembley-Stadion gegen Davey Boy Smith. Davey Boy Smith sogar zum Ring begleitet worden von dem damaligen Schwergewichtsweltklasse-Boxer Lennox Lewis. Riesengroß aufgezogen. Ich finde, das kann man machen mit der Präsentation des IC-Titels. Man sollte vielleicht wirklich überlegen, ob man Gunther gegen einen noch zu benennenden Gegner in den Main Event packt, fände ich super. Wenn Bret Hart das präsentieren würde als Rückgriff, da muss man nicht sagen, da würde mir als alten Fan natürlich das Herz aufgehen. Ja, aber eine Sache müsste man auf jeden Fall machen, man bräuchte eine europäische Herausforderung. Ja, das ist halt dann wieder das Thema. Kein Amerikaner, weil dann ist die Sache komplett rund. Also es ist nur so ein kleines Detail, wisst ihr? Aber, Tyler Bate, Pete Dunne, ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt da ja einen, der gerade noch bei NXT ist, glaube ich. Ja, einer von den drei. Ich würde gefallen, dieses Match ist ein Three-Way-Dance. Mach doch Three-Way-Dance. Wir haben noch gelernt, dass es keine ehrenhafte Stimmt. Ja. Ne? Ja, dann mach doch Dragunov gegen Gunther als Main Event von Money in the Bank. Und dann gewinnt Gunther per Einroller aus einem Sunset Flip, oder was war es damals beim SummerSlam? Irgendwie sowas, ne? War ein Sunset Flip und Davey Boy Smith hat Bret Hart halt gepinnt mit einer, oder war es sogar eine O'Connor Roll? Ich weiß es gar nicht. Der hat sich auf jeden Fall, das wäre natürlich dann episch, aber das würde wahrscheinlich die wenigsten mitkriegen, worauf sich das bezieht, aber ich fände es auch als alter Mann im Wrestling, fände ich es natürlich cool. Ja. Aber gut, lassen wir die Spinnerei. Backlash in Puerto Rico. Puerto Rico? Richtig, ne? Puerto Rico, ja. Bad Bunny auf der Card. Und Selina Vega im Women's Title Match. Also bis jetzt hat das schon so teurer Host-Show-Niveau für mich so ein bisschen. Daniel, was ja, man du? Muss halt die puerto-ricanischen Fans auch irgendwie abholen. Ne? Mhm. So wie wir uns natürlich einen europäischen Teilnehmer wünschen in den Matches, kriegen die Puerto-Ricaner natürlich ihre Landsleute da rein. Mhm. Das ist natürlich dann, ne, das ist ja gegeben. Und das ist ja das erste puerto-ricanische Event seit über 20 oder vielleicht sogar 30 Jahren. Und ich bin überrascht, dass die Colons noch nicht angekündigt sind. Noch nicht mal Carlito ist angekündigt. Mal sehen, ob da noch was kommt. Oh ja. Weil die sind ja so die größten Namen aus dem Bereich aus Südamerika. Aber ich bin jetzt schon echt schon positiv überrascht. Denn man hat natürlich keinen Roman Reigns, auf den man zurückgreifen kann. Der nimmt ja seine Pause. Hm. Das heißt, da muss man natürlich ordentlich was abliefern. Und wenn man jetzt einen Bad Bunny, der ja wirklich gut ist im Ring, also ne, schon nutzen kann, und dann jetzt eben noch Selina Vega, die ja auch mal, die hat ja mehr drauf, die ist nur immer ein Valet gewesen bis jetzt, da in so ein Match gegen Rhea Ripley packt, die ja auf der Roll ihres Lebens ist. Also das Match gegen Charlotte Flair war ja unglaublich, das war ja fantastisch. Großartig. Da glaube ich, da hat man echt schon richtig gut vorgelegt. Jetzt hat man noch den Six-Man da, Matt Riddle, Kevin Owens, Sami Zayn gegen die Usos und Solo Sikoa. Das ist auch, glaube ich, ein echt spektakuläres Match, was man da noch auf die Card geholt hat. Ich glaube, dass Puerto Rico wirklich so der erste Startpunkt wird für eine neue Ära an B-Pay-Per-Views, aber die aber zum ganz anderen Level hochgehoben werden, weil sie eben international stattfinden. Man hat eben halt SummerSlam, Survivor Series, WrestleMania, Royal Rumble in Amerika. Und um die anderen Shows, die noch im Jahr stattfinden, ein bisschen, sag ich mal, aufzuwerten, macht man die halt eben im Ausland. Das finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Könnte eben auch WWE helfen, noch mehr international anzukommen und eben den Brand auch weiter auszubauen. Ich glaube, das ist echt eine clevere Sache, dass man endlich wieder mutig ist und, sag ich mal, große internationale Shows macht und erhöht vielleicht auch die Chance, dass wir irgendwann mal in Kontinentaleuropa mal so ein Event haben. Also ich muss sagen, ich habe nichts gegen Selina Vega, aber die Darstellung von Selina Vega über die letzten Jahre, das war halt nichts. Ne? Und deswegen ist die für mich gerade, weil ich ja nicht regelmäßig WWE verfolge, ist die für mich gerade sehr klein für den Main-Titel jetzt bei so einer Show, muss ich sagen. Ich traue ihr mehr zu, aber sie ist für mich jetzt ein sehr kleiner Herausforderer. Ich meine nicht die Körpergröße, sondern die Darstellung ihrer Figur. Kann man aber jetzt noch über die nächsten Wochen ausbauen, klar, weil man ja eben auch diese Verbindung zur Bad Bunny-Storyline hat über die LWO. Deshalb glaube ich, dass man da noch eine Verbindung schlagen kann. Die Frage ist nur, macht man das und stört man sich nicht selber so ein bisschen über den Draft? Das ist die Frage. Wenn ich mir das mal anschaue, Backlash soll am 6.5. stattfinden. Das sind doch 2 Wochen. Das ist nicht lang. Ja, aber gut. Wir haben ja auch eine Mega-Storyline zwischen Omos und Seth Rollins jetzt. Da kann man ja einiges noch machen. Ja, stimmt, ja. Ich nominiere dieses Match auch als das Random-Match des Jahres jetzt schon mal. Ja. Das passt da, glaube ich, ganz gut rein. Das ist...
Also mit Selina Vega, das stimmt, da muss man was machen. Sonst ist das Match einfach nur beliebig. Was du sagst mit der internationalen Aufmerksamkeit, da kann ich komplett mitgehen. Aber Leute, warum Omos? Könnt ihr mir sagen, was soll das? Er ist groß. Ich glaube, das ist das Match, das kriegt Vince McMahon immer als dafür, dass er dich die restliche Karte nicht anguckt. Da sagt Hunter immer, hier komm, du kriegst ein Omos-Match, dafür guckst du nicht auf die Karte. Das ist gar nicht das Drachenfutter. Meint ihr? Ja gut, dann nehme ich das. Und Seth Rollins, ja, tut mir halt leid, der musste jetzt durch. Wen wir wahrscheinlich nie auf der Karte sehen werden, ist Bray Wyatt. Zumindest aktuell. Was ist mit Bray Wyatt los? Ist der schon wieder, warten die, bis der Vertrag ausläuft? Oder ist der verletzt? Was ist da los? Weiß man irgendwas? Offiziell ist er krankgeschrieben. Das weiß man. Das ist das Einzige, was bekannt ist. Er hat Bobby Lashley die eigentlich verdiente Aufmerksamkeit bei WrestleMania so ein bisschen genommen. Also wahrscheinlich nicht absichtlich, aber es ist so, es ist halt so, dass deshalb Bobby Lashley das Match bei WrestleMania nicht hatte. Mhm. Ist ganz schwierig. Also es hat nicht funktioniert, was er da sich ausgedacht hat jetzt in den letzten Monaten. Zumindest bei mir. Das hat irgendwie alles nicht geklickt. Es ging nie weiter. Das war keine Story. Das war immer nur, jetzt passiert dies, jetzt passiert das, aber es hat nicht funktioniert. Und die Krone war natürlich dann dieses Gimmick-Match beim, wo war es, ich glaube, beim Rumble. Das Mountain Dew Pitch Black-Match meinst du? Mountain Dew Match oder Elimination Chamber, genau. Mountain Dew Match. Das war natürlich also auch für LA Knight nicht schön. Und jetzt stehen wir da. Ja. Es ist ja irgendwie gegen die Wand gefahren worden, das Ganze. Das stimmt, also Bray Wyatt ist irgendwie... Also Debüt war super, sagen wir nichts gegen. Ne? Ich fand auch die ersten Auftritte gut, wo er halt so ein bisschen diese verschiedenen Charaktere von sich, ne, erstmal diesen, der so dankbar ist und dann diesen Switch, auch gut. Dann kam Onkel Howdy mit einer ganz furchtbaren Parodie, sein Lachen, wo der Ton dann drüber gelegt wurde, was überhaupt nicht passte. Und dann nahm das Elend seinen Lauf und nahm keine positive Abbiegung mehr. Ja. Und jetzt ist Bray Wyatt wieder mal verschwunden. Ich glaube einfach, entweder setzt du den jetzt ein als Manager, der seine Gruppe sortiert, oder du sagst Bray Wyatt, du passt halt woanders besser als hier. Ich glaube, Bray Wyatt wäre so einer, der könnte den Nachfolger von den Delete-Thematik, also von den guten Delete-Sachen bei Impact werden. Ich weiß nicht, ob das bei WWE noch funktioniert. Genau, das ist der Punkt. Also man hat ihn wirklich immer prominent dargestellt, auch schon bei seinem ersten Run, wobei mich da auch schon solche Sachen wie rotes Licht und rotes Helm ist komplett gestört haben. Total am Mumpitz. Ich finde den Charakter total interessant und ich finde auch, mit was für Elementen da gearbeitet wird, auch visual. Das finde ich alles total gut. Aber Leute, es muss da auch mal irgendwas bringen. Ich kann doch nicht jede Woche da kryptische Dinge vom Ende der Welt erzählen und im Endeffekt denke ich mir so, ja, du bist eigentlich nichts mehr als ein Typ, der auf dem Times Square mit einem Schild steht und ruft, das Ende der Welt ist gekommen. So ein reich gewordener Simpsons-Charakter, der mir überhaupt nichts gibt. Also der Typ kann ja catchen, das ist ja nicht der Punkt. Ja? Der kann ja wrestlen, der ist ein kreatives Genie, aber ich glaube, er ist halt für dieses Korsett WWE, das sagst du ganz richtig, vielleicht sogar zu kreativ. Diese Ideen sprengen den Rahmen. Man weiß gar nicht, wo man damit hin will. Auch die Alexa Bliss Storyline überlegt, das war eigentlich ganz geil, wie sie bei WrestleMania plötzlich auf diesem Thron sitzt und ihr das, wie dieses schwarze Blut runterläuft. Aber man macht nichts draus. Nee. Man macht nichts draus. Und dieses Mountain Dew Lights Out Fluorescent Schieß mich tot Match mit diesem unfassbar schlechten Dive von Onkel Howdy. Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das? Was soll das? Macht's das sah aus, mal. Hätten sie da irgendein Roadie gesagt, komm, der Bo hatte keine Zeit, hier ziehen wir das Kostüm an, springen wir da runter. Ja, und dann stehen da oben diese Kaschball-Puppen und winken noch. Ja. Was soll denn das? Vielleicht war es auch Shane McMahon, so wie er gesprungen ist, man weiß es nicht. Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen gerantet habe, aber ich finde es so schade. Man könnte aus Wyndham Rotunda so viel machen und man macht nichts. Ja. Wobei wir natürlich, und da gebe ich dir recht, und das, oder auch Daniel recht, wir wissen natürlich gar nicht im Moment, was ist mit ihm los. Richtig, ne? Ja. Ist es kreative Differenzen? Hat er irgendeine Erkrankung? Es ist ja nicht, dass wir es erfahren müssten, aber man erfährt es ja nicht. Und wenn man vielleicht wüsste, was man muss, wenn man das vielleicht wüsste, könnte man das besser einordnen. Aber so finde ich das auch, ich finde das ganz schwierig zu beurteilen. Du könntest ja sogar gerade so eine Keith Lee-Situation haben. Der hat sich irgendwo eine Covid-Infektion geholt und hat so einen extremen Verlauf, wie Keith Lee das hatte. Wenn das so ein Fall ist, dann ist das ja was ganz anderes wieder. Aber einerseits finde ich es gut, dass man sich weiß, weil das ist halt auch Privatsphäre. Andererseits lässt das dich halt am Charakter zweifeln, weil der halt einfach so aus der Story ausgezogen wurde. Ja, also Bray Wyatt erwarten wir nicht zurück. Wen wir
Wir haben es vorhin schon angesprochen. Du, was ja. zu Bray Wyatt sagen, du hast die ganze Zeit so schmunzelnd zugehört. Also ich bin, ich habe, warte, die letzte WWE-Show, die ich gesehen habe, war 2017, glaube ich. Also ich bin da komplett raus. Ja, okay. Und meine aber, Frage, ich kriege ja alles mit über Twitter und über Daniel und bin dann sehr froh, dass ich diese Stelle getroffen habe. Ich weiß aber, wo der Sebastian drin ist. Nämlich bei einer Person, die wir vorhin schon mal angesprochen haben und die ja scheinbar jetzt wieder zurückkommt. Und da würde ich auch den Sebastian jetzt gleich, nein, du darfst dann nach Daniel. Erstmal Sebastian. Den Sebastian nämlich mal zur Causa CM Punk. CM Punk ja. kommt zurück, kommt nicht ja. zurück. Ja. Was sagst du? Also ich freue mich sehr darauf und auch darüber. Kann aber jeden verstehen, der das nicht so sieht. Ich habe das damals schon gesagt, wo die Sache gerade aktuell war und wir alle noch von einem Work ausgegangen sind, dass ich den Charakter des Phil Brooks, also der Mann hinter CM Punk, ich persönlich finde ihn sehr sympathisch. Es sei dir gegönnt. Weil das ein Charakter ist, den ich persönlich auch gerne hätte oder die Möglichkeit dazu hätte, das zu tun. Dass ich die Möglichkeit hätte, wenn mein Arbeitgeber mich blöd behandelt und es keine Besserung eintritt und obwohl ich mehrmals darauf hinweise und ich der Meinung bin, dass ich bessere Leistung bringen könnte, oder auch mehr Respekt verdient hätte, dass ich dann meinen Arbeitsplatz verlasse. Gut, das kommt aufs Portemonnaie an, nicht unbedingt auf den genau. Charakter. Und das kommt auch auf die Art an, wie man den Arbeitsplatz verlässt. Ob man nochmal dem Chef auf dem Schreibtisch kackt, wie in einer Pressekonferenz, oder ob man ja. einfach dann sagt, ich ziehe das jetzt hier durch und sage danach so, Vertrag läuft noch bis dahin, den lassen wir auch mal da laufen und dann endet das Ganze. Ich finde den Stil, finde ich unterirdisch. Ich finde den Ansatz, was du sagst, gut, wenn man sagt, das tut sie für mich nicht, dass man sagt, gut, dann kann ich auch wieder gehen. Aber den Stil, wie man das macht, ob man sich wie ein erwachsener Mensch verhält und sagt, okay, ich bleibe jetzt, mach es wie ein ja, John Moxley. John Moxley ist für mich das beste Beispiel. Den haben sie bei WWE, im Grunde haben sie bei dem jeden Tag, haben sie so einmal Scheiß über den ausgeschüttet. Und der hat das aber ja. eiskalt durchgezogen, bis der Vertrag ausgelaufen ist. Ja. Und hat aber gesagt, ich verlängere den nicht und ich gehe dann. Und das finde ich da professioneller. Ja, verstehe ich vollkommen. Aber muss halt auch sagen, dass CM Punk in seiner WWE-Zeit ein größerer Star war, als es Dean Ambrose jemals gewesen ist. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich CM Punk heute, das habe ich zuletzt mal beim Florian im Twitch-Stream gesagt, ich habe da gesagt, CM Punk ist für mich überschätzt und ich möchte es mal konkretisieren. Überschätzt heißt, das, was CM Punk dir bringt, zu dem Ärger, den CM Punk dir mit ins Haus bringt. Da finde ich das Verhältnis überschätzt, dass man das, was er bringt, mittlerweile viel höher einschätzt als den Ärger, den er macht. Ich glaube mittlerweile, dass es mindestens 50-50, wenn nicht sogar der Ärger langsam ansteigt und du mehr Probleme kriegst, als es dir gut macht. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber die Sorge habe ich aktuell, dass der dir nicht mehr so viel bringt, wie du vielleicht erwartest. Ja. Was wollte Daniel denn eben sagen? Er hat so mit den Hufen geschaut. Ja, also ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass es die Medien das Ganze so ausschlachten. Es ist ja so, dass die Beteiligten selber immer wieder in die Öffentlichkeit stellen mit irgendwelchen Instagram-Posts oder was auch immer. Da denkst du, jetzt ist mal Ruhe, dann kommt wieder irgendwie ein Photoshop-Bild oder ein Statement oder irgendwas. Da will auch keiner mehr hören. Macht das doch hinter den Türen aus und vereinigt euch oder so. Aber Moment, da möchte ich gerne konkretisieren. Es sind nicht die Beteiligten, es ist Punk. Und, Dex Harwood. Und Dex Harwood. Ja gut, okay. Der ist halt Best Buddy. Und Chris Jellicoe, macht es halt nur über einen zweiten Kanal, der ruft bei einem gewissen Journalisten an und dann hat der Main-Event-Level-Charakter bei AEW wieder irgendwas gesagt. Das ist doch klar, wer dahinter steckt, würde ich mal sagen. Ja, ja. Also deshalb irgendwo, das ist doch wir gegen die gegen uns und wir versuchen jetzt die Fans so ein bisschen, jeder versucht die Fans so ein bisschen auf die eigene Seite zu ziehen. Das ist doch Quatsch und so. Und ich bin froh, dass sich der Wind so vor ein, zwei Wochen auch mal so ein bisschen gedreht hat. Die meisten Outlets machen gar nicht, die berichten zwar schon noch über das Thema, aber nicht mehr in dem Pensum, weil die meisten Leser und die meisten Zuschauer auch keinen Lust mehr auf das Thema haben. Es ist einfach durchgekaut und es wird sehr lästig, ja. Ich glaube, bei einem Charakter sind wir uns aber einig, dass wir den alle oder das Verhalten nicht akzeptieren können.
Und das ist die ganze Causa rund um Rick Steiner mit Giselle Shaw, was wir hatten. Ne? Darf ich noch kurz was hier im Plan? Ja, natürlich, sagen? Darfst du sagen. Wir können den fließenden Übergang machen. Volker und Daniel gesagt haben, unterschreibe ich. Und ich kann verstehen, wenn man an dem Charakter CM Punk hängt, Sebastian. Und ich tatsächlich, ich finde es auch so, dass man zu seinem Arbeitgeber hingehen kann und sagen kann, hier, das passt mir nicht. Mhm. Und ich mache das tatsächlich so, aber ich gehe nicht weg. Und ich glaube, der Stil. Der Stil, den Punk, also holst du dir Punk ins Haus und er ist unzufrieden, hast du Ärger. Weil ich glaube, unter all dem, er ist halt, er ist ein guter Wrestler, aber er ist nie the best in the world gewesen, auch nicht zu Money in the Bank Zeiten. Das glaube ich ganz klar. Ich glaube, der findet sich selber geiler, als er tatsächlich ist. Ich finde den Typen unterhaltsam. Ich habe ihn live gegen Chris Jericho in Berlin gesehen. Das war hervorragend, das hat Spaß gemacht. Aber das mit dem Ertrag hat Volker ganz gut gesagt. Also wenn du dir CM Punk holst, du weißt, was du kriegst. Ich kann es komplett nachvollziehen, wenn man auf dem CM Punk Train ist, um Gottes Willen. Mhm. Ich glaube nur nicht, dass er das Produkt AEW so weiterbringen würde, dass man ihn nochmal verpflichten müsste. Ja. Er hat das Produkt in meinen Augen sogar geschädigt. Das ist nicht mehr, der hat ganz viel Luft rausgenommen aus dem, was da, die waren auf einem richtig tollen Run, die sind nach vorne gelaufen und er war der Roadblock und jetzt müssen die sich wieder aufberappeln. Und hoffentlich passiert das nicht nochmal. Das Thema. Ja. Also geht das gut, dann, wenn sie ihn wiederholen, dann straf mich lügen. Ich sehe ihn halt als eine egozentrische Diva, das muss ich leider so sagen. Das ist mir aber auch erst in den letzten Jahren klar geworden. Ich habe den natürlich damals bei Money in the Bank abgekultet. Definitiv. Aber wer nicht? Wer nicht? Das war eine richtig geile Storyline. Da war es wieder. Wie war die Underdogs? Es war wieder genau das. Mhm. Und die Pipebomb-Geschichten, das war alles großartig, aber. Vielleicht hatte das einfach seine Zeit. Ich weiß es nicht, wie ich sonst sagen soll. Ja, verstehe es voll und ganz. Ja, wie gesagt, CM Punk-Streit ist so ein bisschen, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Bei Rick Steiner nicht. Rick Steiner ist ein Arsch. Ja. Da sind wir uns einig. Ja. Also Rick Steiner, der als der ist, wasphob ist er denn? Transphob, homophob, phobophob. Einigen wir uns einfach auf Arschloch? Ja. Ja, genau. Ich meine, sag ruhig. Es gibt so einen schönen Spruch von Morgan Freeman. Mhm. Natürlich kannst du homophob sein, aber dann bist du auf jeden Fall ein Arschloch. Ja, Punkt. Richtig. Ja, genau. Ja. Es hat zuletzt noch jemand gesagt, was denn? Ich glaube, es war dann ein deutscher Mensch, nämlich ein Atze Schröder, der meinte, natürlich kannst du die AfD wählen, aber dann bist du natürlich ein Arschloch. Er hat das gleiche nämlich gesagt und dann noch richtig. Auch, ja. Es ist halt so. Ja, Rick Steiner, der eine Giselle Shaw bei einem, ich weiß gar nicht, war auch WrestleMania-Wochenende, ne? Bei irgendeinem Event. Aber irgendeine Convention war das so, WrestleCon oder so ähnlich? Ja, aber über der WrestleCon, die findet ja immer parallel zu dem WrestleMania-Wochenende statt. Quasi das, was WrestleMania All Access ist, nur halt für Nicht-WWE. Ja. Ja. Der eine Giselle Shaw da aufs Übelste angeht. Und da bin ich in dem Moment, wo ich mich dann frage, ich weiß nicht, ob ich das nur nicht gelesen habe, aber da sind doch andere Wrestler auch noch, oder? Warum geht denn ja, dann? Doch, da gab es auch, da die saßen dann immer, keiner hat sich getraut, was zu das sagen, weil er ja einer One of the Boys ist und dann darf man natürlich nicht sagen, der ist ja, man darf ja nicht gegen seine eigenen Kumpel schießen und deshalb haben die alle geschwiegen, auf ihr Handy, auf den Tisch geguckt und das einfach geschehen lassen. Was für kleine Würstchen, oder? Ja. Ganz ehrlich, wenn sowas passiert, da muss man doch mal ein bisschen auch zeigen, dass man eine andere Meinung ist, weil ich finde in dem Fall wieder, Schweigen ist Zustimmung. Ja, definitiv. Ja. Deswegen, Leute, wenn ihr sowas erlebt, wenn jemand sich so verhält, natürlich nicht, wenn der Mensch euch so körperlich überlegen ist, dass ihr euch aus dem Latschen haut, ist was anderes, aber dann könnt ihr ja nicht Security werden. Aber wenn ihr sowas erlebt, positioniert euch auf der Seite der Person, die hier angegriffen wird. Das ist wichtig. Oder holt irgendwen, der... Oder holt jemand, genau. Richtig. Holt die Security, holt Offizielle, aber lasst das nicht einfach geschehen. Gibt ja zum Beispiel auf Festivals oder so, weil ich habe ja mal, glaube ich, erzählt, dass ich immer so ein kleineres Festival mitorganisiere. Wir haben auf den Festivals, auch auf den großen, egal ob es Rock am Ring ist oder ganz kleine oder Hurricane, wie sie alle heißen, gibt es diese Panama-Geschichte. Kennt ihr das? Wenn man, man sich unwohl fühlt. Ein Safe Word quasi. Ein Safe Word, dann geht man zu einer Bedienung hin an der Theke, zu jemandem, der da Getränke verkauft oder zu irgendeinem von dem Staff und sagt einfach nur, wo geht's denn hier nach Panama? Und dann wird man ohne irgendein anderes Zutun, einfach Backstage gebracht in einen Safe-Raum und das da kann man sich dann artikulieren, was einem widerfahren ist. Ne? Ja, und das ist was vielleicht an alle Wrestling-Promotions da draußen. Vielleicht ist das mal eine Idee für die WXW, die ja auch immer sagen, kommt auf unseren Staff zu, vielleicht kann man da auch mal so ein Safe-Word machen. Ne? Die haben ja dieses wunderbare Intro bei jeder Show mit rassistischen und homophoben Sachen werden nicht geduldet. Vielleicht kann man das ja auch mal einführen. Wäre eine gute Idee, ja.
Das ist eine gute Idee und es klappt tatsächlich. Wir haben bei unserem Festival so eine Awareness-Crew, die sich wirklich darum gekümmert haben. Wir hatten bei dem Festival letztes Jahr die das erste Mal im Einsatz. Das ist in Anspruch genommen worden und das hat gut geklappt und ich finde, das ist in Ordnung. Aber jemand, jetzt zurückzukommen, ich bin jetzt nicht so ganz im Thema, was das für eine Person ist, aber es ist auch völlig egal. Also ich meine, was hat denn der Typ geraucht, dass man jemanden so angehen muss? Ja, ja, richtig. Nur weil man nicht einem heteronormativen Weltbild entspricht, muss man sich nicht so derartig herablassend verhalten. Unsere Gesellschaft ist bunt, unsere Gesellschaft ist nicht nur schwarz und weiß, die ist grau. Und wer das nicht versteht, der kann bitte zu Hause bleiben. Und der hat auf einer Wrestling-Show nichts zu suchen, aber auch gar nichts zu suchen. Vollkommen richtig, genau so ist es. Ja. Und wenn wir... Kann auch aus meinem Dunstkreis verschwinden. Total. Höre ich so eine Äußerung, solche Menschen sortiere ich sofort aus. Was soll ich damit? Auf jeden Fall. Das, solche Leute wollen wir nirgendwo sehen. Was wir sehen wollen, sind positive Beispiele. Und was wir an positiven Sachen sehen wollen, ist zum Beispiel, dass unser WXW-Titel gerade international verteidigt wird. Dass Shigi Uire gerade rumreist und über einen Titel verteidigt. Das, was wir uns, glaube ich, schon öfter gewünscht haben, gerade so im Damentitelbereich, hat man einfach mit dem Unified-Titel gemacht. Und ich finde es gut. Sebastian, was sagst du denn dazu, zu dieser Vorgehensweise? Ja, also ich persönlich bin immer noch kein großer Fan von Iri als Champion an sich. Mhm. Habe ich ja in der Karat-Review lang genug drüber gesprochen. aber der Fakt, dass das so gemacht wird und noch gerade am WrestleMania-Wochenende, ja, cool. Und das ist scheinbar, also wenn man das jetzt mal das Ergebnis von gestern sich ansieht, das Women's Title Match, wird das ja jetzt wieder gemacht. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Angst. Also wir haben gestern, wir nehmen das Ganze auf am 23.04. Das heißt, wir hatten gestern die Show in Dresden, wo Ava Everett Baby Allison den Titel abgenommen hat. Und wir haben jetzt heute die Show in Leipzig, wo die beiden wieder aufeinander treffen. Ich habe ein bisschen Angst, dass man die, Thorsten hat es am Anfang schon gesagt, die heiße Kartoffel hier spielt. Cool wäre es natürlich, wenn Ava Everett hier wirklich den mitnimmt und da sagt, ich verteidige in den USA. Das fände ich cool und dann zu Fan wiederkommen, zu Shortcut wiederkommen, was auch immer, bis dahin den Titel international verteidigen. Am besten dann noch bei Promotions, wo man das Bildmaterial auch kriegt und das dann auch mit bei WXW zeigen kann. Das wäre cool. Daniel, wie stehst du denn zu diesem internationalen Run von Irie und vielleicht auch von Ava Everett, wenn sowas kommt? Ich finde das toll. Also we need a hero und der ist jetzt unser Champions und er verteidigt in Europa, Amerika und vielleicht auch Japan. WXW wird dann halt überall hergezeigt. Und ich habe schon den ein oder anderen internationalen Podcast oder Bericht oder so auch gelesen, wo dann WXW mal dabei steht, wo sie vorher vielleicht nicht dabei gestanden haben. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil dann bringt man den Leuten auch näher. Es gibt auch Wrestling auf einem großen Niveau in Deutschland. Schaut doch mal da rein. Also das ist eigentlich eine sehr clevere Sache. Und mit Irie hast du halt jemanden, wo viele Leute halt wem was abgewinnen können. Ne? Deshalb wirklich eine tolle Sache. Und dann kombinierst du das mit der Zusammenarbeit mit MLW auch noch, wo er dann gegen so einen wie einem Tankman seinen Titel verteidigt und wo wir jetzt auch MLW-Verbindung häufiger mit WXW sehen. Und gerade diese ganzen internationalen Verbindungen gerade und die Kooperation, das wird ja auch gerade ganz hochgegangen. War ja. GCW, wenn ich mal kurz reingrätschen darf. Ja, gerne. Bei GCW war ihr ja auch. Genau. Und GCW kommt jetzt zu uns. Ja, genau. Das ist der nächste Schritt. Und das ist ganz lustig, dass Irie gerade seinen Titel nicht verteidigt hat, aber gegen den JCW-Champion John Oliver angetreten ist. Bei GCW gegen einen JCW-Champion. Ich weiß nicht, was JCW ist, aber ich finde es, ich mag John Oliver, ja, nachdem ich den bei auch MLW gesehen habe. Der hat irgendwie was, Sicker. Ja, der ist auch gut in der Küche. Also, oh nee, das war Jamie Oliver. Ja, richtig. Und den habe ich schon lange nicht gesehen. Heute Morgen vorbereitet, oder? Der steht groß aus dem Bildschirm, der muss raus. Den bringen. Ja, aber das ist halt, dieser internationale Land ist gut, muss ich sagen. Wie es mit dem Damentitel geht, müssen wir sehen. Ne? Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass da so ein bisschen Futter fehlt. Ava Everett ist ein Charakter, der da viel reinbringen kann. Aber hätte Baby Allison auch, bin ich der Meinung, die hätte auch noch mehr reinbringen können. Ich habe ja getippt, dass man sie länger laufen lässt. Das ist dann wohl nicht der Fall. Aber auch Ava Everett kann vieles mitbringen. Und wenn sie dann jetzt zunächst international antritt damit, und sie hat, glaube ich, auch schon so ein paar Dates, die sie angekündigt hat, habe ich jetzt auch nichts gegen, wenn man den Titel da mal wieder woanders sieht. Mal schauen, was da draus ist. Aber
kurz vielleicht noch eine Sache. Ja. Das eine große Titelmatch, was sie hatte gegen Alice Inc., Baby Allison, das war fantastisch. Also das war in Frankfurt, das war wirklich, wirklich toll. Und deshalb ist es auch ein bisschen schade, dass der Titel schon wieder gewechselt ist. Und hier hat man auch gesehen, dass bei dem Match hat man auch gesehen, dass das mit Alice Inc. auch funktioniert, wenn man das gescheit aufbaut, ein gescheites Match ansetzt, dann macht das auch Spaß, die zu sehen. Die hatte ja beim Karat dieses Match, das war ja schwierig, haben wir ja drüber gesprochen. Und hier war es halt wirklich ein schönes Match. Es hat Spaß gemacht. Und wie das Match jetzt mit Ava Everett war, das wissen wir noch nicht, weil wir können es noch nicht sehen. Es war keiner vor Ort in Dresden. Ja. Aber wenn wir das nächste Mal die Intermission machen, das wird in etwa 2 Wochen sein, dann können wir nochmal auf die ganzen WXW-Shows ein bisschen genauer zurückschauen, was so passiert ist. Und dann gucken wir auch mal, was für Geschichten sie entwickelt haben, Richtung nächster Events sie kommen. Denn das ist ja das Interessante. Aktuell läuft ja vieles über Amboss läuft im Moment viel. Wir haben relativ viel mit der Best-of-Five-Series zwischen Aksic und Peter Tihani. Und da haben wir natürlich auch eine ganz wichtige Persona drin, nämlich gerade Peter Tihani, der uns ja ein bisschen gefoppt hat über den 1. April, wo man dran fühlen konnte, dass er uns foppt, das war klar, weil er es halt nicht genau ausgedrückt hat mit seinem, ich habe jetzt einen Vertrag im Wrestling unterschrieben. Und er hat, glaube ich, im Moment den bestmöglichen Vertrag unterschrieben fürs deutsche Wrestling, nämlich einen Trainervertrag bei der WXW. Und das tut der WXW verdammt gut, glaube ich, so jemand wie Peter Tihani da zu haben. Und der ist auch dauerhaft jetzt in Deutschland. Das ist auch für uns wiederum gut, dass man den vielleicht auch da noch deutlich mehr sieht und noch deutlich mehr einsetzen kann. Thorsten, was sagst du denn dazu, dass wir Peter Tihani jetzt hier fest im Kader, im Arbeitskader haben? Ich freue mich ganz persönlich, weil ich zu meinem Geburtstag einen Gutschein für ein Probetraining gekriegt habe. Und kein Witz, und ich weiß, bei wem ich das machen werde. Ja, sehr cool. Ja, ich möchte aber nicht, dass das irgendwer sieht. Ich möchte nicht, dass davon Bildmaterial entsteht. Dass ich bitte. Irgendwer muss das bitte machen. Kommt ihr alle in die Academy und feiert mich? Bitte, macht es. Ja. Wir feiern und filmen dich. Ich habe es wirklich bekommen. Und meine Frau hat schon gesagt, sie kommt mit, weil meine Frau ist Physiotherapeutin und ich glaube, die werde ich hinterher brauchen. Nein, beiseite. Ich finde natürlich super, dass man Tihani gebunden hat. Dennoch sehe ich so auf Perspektive Tihani nicht bei WXW, da müssen wir nicht drüber reden. Also auf Perspektive sehe ich ihn halt irgendwo bei NXT UK, WWE, you name it. Also natürlich ist es erstmal für den Moment ein riesengroßer, toller Schritt. Ganz klar, keine Frage. Total. Und auch wichtig für ihn und wichtig fürs Wrestling. Daniel, was sagst du dazu? Ja, ich finde es wirklich klasse, weil Peter Tihani am Anfang, ich weiß noch ganz genau, wo wir damals auch diese Shotgun-Tapings Woche für Woche quasi reviewed haben. Da haben wir ja wirklich immer jede Woche hier gesessen und uns die neue Folge angesehen und durchgesprochen. Da tauchte er das erste Mal auf und den Weg, den er seitdem genommen hat, wirklich, wirklich Hut ab. Am Anfang dachte man so ein bisschen, heißt das jetzt wieder so ein weiterer generischer Highflyer, aber er hat spätestens beim Ambition dann bewiesen, dass er eben auch viele weitere Facetten hat. Was er alles auch gemacht hat im Vorfeld, ist dann so ein bisschen rausgesickert, was er in Ungarn mit aufgebaut hat. Also der Typ ist wirklich unglaublich und öffnet Augen überall, wo er antritt, zieht Reaktionen, unglaublich. Und jetzt ist er halt fest in Deutschland als Wrestler bei WXW und als Trainer. Ich meine, das ist ja für beide Seiten ein echter Gewinn oder für alle drei Seiten, wenn man die Fans auch noch dazu zählt. Deshalb, Hut ab dafür, richtig cooler Deal. Und ich hoffe, dass wir Peter Tihani jetzt auch noch mehr in Storylines sehen, dass er noch ein bisschen was im Promobereich mehr zeigen kann und darf und dass wir ihn da wirklich bald auch mit Gold um den Hüften sehen. Ja. Auf welcher Ebene siehst du ihn denn mit Gold um die Hüften? Erstmal im Shotgun-Bereich. Also ich bin ja immer ein Fan von dieser klassischen Sache. Ja. Eigentlich vielleicht sogar erstmal Tag-Team-Titel, dann Shotgun-Titel und dann irgendwann Main-Event. Ne? Sowas muss immer so natürlich wachsen, finde ich. Mhm. Wenn man Leute direkt den World-Titel gibt, das ist manchmal nicht so gut. Aber das, also ich, im Moment sehe ich ihn tatsächlich erstmal so im Shotgun-Bereich, dass er vielleicht auch sogar der ist, der Lawrence Roman dann den Titel abnimmt. Ist ja auch einer meiner zwei Kandidaten, entweder er oder Arne Marek. Einer von den beiden wird sein, der das macht. Da gehe ich auch von aus. Ja, lasst uns mal ein bisschen vorausgucken in die Zukunft, auch gerade bei WXW, weil das ist ja so ein bisschen unser Zuhause. Ich muss gerade sagen, ich habe mal die Leipzig-Karte aufgemacht. Ich finde die ein bisschen, bis gewiss ist auch ein bisschen gehetzt. Wir haben auf Leipzig-Karte Arrows of Hungary gegen Only Friends. Das finde ich ein bisschen früh, persönlich, ne? Dass man das Match jetzt schon macht. Und dann, ich hätte das lieber aufgespart für später. Das ist wieder mein persönlicher Geschmack.
Das ist mir, Sebastian, du siehst da ein bisschen anders, würde ich sagen, oder? Ja, jein. Also ich verstehe, was du meinst, aber es wird ja kein... also ich gehe stark davon aus, dass das Match 5 bis 10 Minuten dauert und dann tauchen die Frenchadors auf und dann wird das Ding abgeläutet. Und dann kriegen wir... Also es ist ja kein Story-Match. Meinst du, die Frenchadors, das geht einfach so weiter, nachdem Sansa Volto jetzt in Dresden, auch da ein kleiner Spoiler, seine Maske nicht mehr zurückhaben wollte? Ja. Meinst du, geht einfach genau, weiter? Genau deswegen, ja. Ja. Und dann kriegen wir in Hamburg in der Markthalle ein Three-Way mit den drei Teams. Möglich, ja. Und da turnt dann Sansa Volto gegen Aigle Blanc oder so am Ende, weil sie verlieren. Nee, also ich glaube, dass die Frenchadors noch gegen irgendwie noch einige Monate immer wieder dieses Match haben werden, weil alles andere wäre mal was anderes. Deshalb, die Fehden müssen immer sehr lange gehen. Deshalb, ja. Das ist einfach das Gesetz. Das ist ein Satz mit Fadenschwein. Alles andere wäre mal was anderes. Ja. Links ist rechts, nur von der anderen Seite. Ja, das ist leider die WXW-Regel. Fäden müssen lange laufen und sich wiederholen. Hoffentlich außer bei nicht. Dem Damen-Titel und dem Shotgun-Titel, da ist es einfach random irgendein anderer Gegner jedes Mal. Das stimmt. Und das ganz ohne Open Challenge. Ja. Ja, und wir haben in Leipzig halt den Damen-Titel nochmal. Hoffentlich spielt man nicht die heiße Kartoffel damit. Also ist denn Leipzig überhaupt ein Taping, was irgendwie nachher auf WXW Now erscheinen wird? Keine Ahnung. Glauben also es heißt Wheel of Wrestling live in Leipzig. Wheel of Wrestling-Dinger kommen immer auf WXW Now, ne? Aber bis jetzt ist im Hellraiser tatsächlich nicht, dass ich wüsste, dass in den letzten Jahren da irgendwas auf dem Network, auf dem WXW Now gelandet ist. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Dann wird es vielleicht einfach nur eine gute Match-Show sein. Dann ist aber die Frage, was passiert denn dann Richtung Hamburg? Gut, Hamburg haben wir erstmal den Hoss-Fight Irie gegen Mike D. Das wird garantiert ein Knaller. Das wird garantiert spaßig, das Ding. Aber wir haben auch Allison gegen Kalypso und Allison dann ohne Titel gegen Kalypso. Kannst du machen. Ist halt ein Damenmatch. Ohne irgendeinen Grund, aber es ist zumindest ein Damenmatch auf der Card. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ich glaube, der Fokus liegt gerade so auf der Storyline Levaniel, Jörn Simmons, Only Friends, Norman Harras. Glaubst du etwa nicht, dass die Damen der Main-Fokus bei der WXW sind gerade? Nee, okay. Die jemals gewesen sind. Ja. Und wir haben natürlich Peter Tijani und Axel Tischer, die Best of ja. Five Series. Ersten Sieg für Peter Tijani geben müssen. Genau. Ja, klar. Ja, sonst ist die Serie vorbei. Stell dir mal vor, der verliert das Ding einfach. Der dreht das Ding. Der verliert das einfach. Stell dir das mal vor. Hör auf. Was? Hab ich im Wrestling noch nie gesehen, dass sowas passiert. Dass der das dreht, meinst du? Ja, aber stell dir mal vor, man bricht die Regel und der verliert das Ding einfach. Ja, finde ich gut. Und der was war das? Der verliert das Ding einfach. Du drehst die Regel und der verliert das Ding einfach. Gut, dann ist es so. Ja, und dann geht er nach Hause und kommt einfach nie wieder. Ja. Und dann nächste Woche, ich habe einen Vertrag bei WWE Europe unterschrieben. Ja. Ah, schön. Ja, mit diesem lustigen Spaß kommen wir zum Ende, denn unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Und den großen WXW-Blog machen wir dann in 2 Wochen, wo wir dann mal ein bisschen mehr zurückblicken auf alles. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen den Verkauf der WWE außen vor gelassen, weil da haben schon so viel drüber gesprochen. Hört da mal, wenn ihr da mehr zu hören wollt, ganz ehrlich, hört euch das an, weil das der Markus Grünemann, der Markus bei Headlock gemacht hat. Das ist sehr, sehr ausführlich. Das ist etwas, was ich in dieser Tiefe gar nicht aufbereiten kann. Der ist ja so intensiv mit beschäftigt. Hört mal bei Headlock rein, die können das dort deutlich besser beschreiben. Ja, und damit sind wir durch für heute. 1 Stunde Intermission, alles dabei. Und natürlich geht das nicht ohne Verabschiedung. Daniel, danke, dass du als WWE-Korrespondent dabei warst. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Sebastian, danke, dass du so als unser alles außer WWE-Mensch dabei bist. Sehr gerne, sehr gerne. Und Thorsten, danke, dass du mit mir die alte Männerriege aufführst. Immer wieder gerne, wir alten Säcke müssen zusammenhalten. Es gibt ein imaginärer Fistbump. Genau, man muss da unten, hier unten bin ich, unter dir. Nee, tiefer, runter, abwärts. Du musst da so unten rum. Mit der Faust. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ja, du musst mit der Faust, mach die Faust mal nach unten. Einmal umdrehen. Nach so, unten. Quasi. Von oben nach unten musst du. Ja, genau so. Und jetzt runter. Ja, so viel zum Thema. Genau. Alte Männer. Ein. Macht's gut, das ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Nerd Podcast.